8 cm größer als Christian Hammer, das ist schon relevanter. Das Schwergewicht des Tigris ist also über 90,7 Kilo. Es kommt darauf an, wie unterschiedlich die beiden sind, vom Gewicht und von der Schnelligkeit her. Geboxt hat er eine ganze Reihe von bekannten Namen. Edmund Gerber, Evgeny Orlov, Amir Pala habe ich bereits erwähnt, Juan Carlos Gomez, Konstantin Eirich, Ergin Solmaz, Odlan Yisoulis hat er ebenfalls vor die Fäuste bekommen, Alexei Masikin. Das war in Ankara 2007, Cedric Fields, Taras Bidenko, Antoine Palatis, andere Generation, Alexander Bochows, Gary Delaney, mein Gott, das geht ja lange zurück, das war 2005, Palma de Mallorca, hat er sogar gewonnen, das war sein zweiter Kampf überhaupt, aber Delaney mit Sicherheit schon lange auf dem absteigenden Ast, Junge aus West Ham in London. Aber auch Christian Hammer hat schon einige gute Namen seinem Kampf geholt. Taras Bidenko zum Beispiel. Marius Wach hat er geboxt. Längst hat gegen beide verloren. Und seine andere Niederlage, seine dritte Niederlage ist in seinem ersten Kampf gewesen. Gegen Robert de Gregor. Den Rest seiner 15 Kämpfe, also 12, hat er gewonnen. Ja, ich weiß nicht, ob die Leute diese Schreierei wirklich wollen. Ist ja auch egal. Christian Hammer ist natürlich der Mann, weshalb die ganze Sache in Galati stattfindet. Er ist in Galati geboren. Er ist Rumäne. Und als ich vorhin sagte, so richtig gute Boxer, Profiboxer haben sie im Augenblick nicht, die Rumänen. Hier ist einer, der es vielleicht noch werden kann. Ansätze hat er. Keine Frage, dass er ein bisher beste Kampf sein letzter war, der gegen Danny Williams, als er den WBO-Europatitel gewinnen konnte. Ich meine das jetzt nicht so sehr von der Leistung her, sondern vom Ergebnis her. Der Hamburger aus Galati, Christian Hammer, hier auf dem Weg zum Ring. Er bringt seinen Gürtel mit, um den es heute geht. Das bedeutet natürlich, dass auch dieser Kampf über 12 Runden avisiert wird. Wir warten mal ab, ob das auch so hinhaut. Der K.O.-Rekord von Hammer ist 8 von 12. Der von Alexei Masikin ist 4 von 18. Er hat 18 Siege, 8 Niederlagen, 2 Unentschieden. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems. Das gehört natürlich dazu. Wenn schon, denn schon. Die Rumänisch muss ja auch gespielt werden.
Jetzt kommt sowohl die rumänische und hoffentlich mit musikalischer Begleitung. Naja, das scheint ja doch recht erfolgreich zu sein, nach dem Beifall zu urteilen. Das Publikum geht voll mit. Kommt aus Charkow, ja, in der Ukraine. Almas, sein Pseudonym. Alexei Mazikin, Almas oder Armas. 38, 13 Jahre älter als Christian Hammer. This match is supervised by PTB delegate Mr. Volker Grill. Supervised also by WBO. Supervisor is Mr. István Kokovac from Hungary. Judge Mihai Leu, Romania. Holger Wiemann, Germany. Frank Michael Maas, Germany. And the referee, Mr. Manfred Küchler, Germany. Einmal besten Leute, als Ringrichter und Punktrichter in Deutschland unterwegs, Manfred Küchler aus Hannover. Da ist er. We're going for 12 rounds. I gave all my instructions to the dressing room. Expect a clean fight. Listen to my orders all the time. Touch gloves now and after the fight. Good luck to both of you. Are you ready for this fight? Are you ready? Are you ready? Ist natürlich das Hauptereignis. Nicht so sehr von der Qualität her. Da hatten wir schon zwei gute. Alexei war wohl der Beste. Aber es geht natürlich hier darum, dass der Lokalfavorit, also der junge roten Hose, Christian Hammer aus Hamburg, der aus Galati stammt, hier im Ring steht. Er hat zwar die Jugend für sich, aber Mazikin ist ein ausgebuffter Typ, der auch ein bisschen hinlangen kann. Bon,
auch so die Farben seiner Heimat, blau-gelb. Mazikin. Im Augenblick sieht es nicht so aus, als ob Christian Hammer hier allzu viel zu bestellen hätte. Aber es ist erst die erste Runde. Die physische Überlegenheit von Mazikin ist deutlich. Er ist der Schwerere, er ist der Größere, er ist der Breitere. Aber kann Hammer das möglicherweise durch Schnelligkeit und Schlagkraft ausgleichen? Von den Bewegungen her deutet sich nicht an, dass Hammer hier die große Überraschung bringen könnte, aber warten wir es ab. Ist natürlich klar, dass bei einem Kampf über 12 Runden, bei diesem Altersunterschied und bei dem fortgeschrittenen Alter von Mazikin die Taktik sein sollte, Körpertreffer anzubringen. In der zweiten Hälfte das Tempo erhöhen. Das heißt, in der ersten Hälfte etwas zurückhaltend zu sein, das kann natürlich genau das sein, was Christian Hammer tut. Aber Sie wissen ja, alle Theorie ist grau. Richtig relevant ist die Praxis und die wird uns gerade demonstriert. Warten wir es also ab. Ich habe die erste Runde zugunsten von Mazikin. Knapp, aber allzu viel ist ja nicht passiert. Gegen Ende der Runde hatte auch Hammer ein paar schöne Zähler. Doch zu Beginn dieser zweiten Runde dominiert der Ukrainer. Er setzt das Tempo, er marschiert vorwärts. Er arbeitet nicht nur mit der Führungshand, sondern setzt auch die eine oder andere Schlaghand ein. Hammer hat gegen Ende der ersten Runde die eine oder andere schöne Kombination gezeigt, aber hat auch schnelle Hände bewiesen. Aber ob das reicht, wage ich zu bezweifeln, da muss ein bisschen mehr kommen. Aber das ist ja auch ein langer Kampf, 12 Runden, das ist eine ewige Strecke, wenn man sie machen muss. Zuschauen geht sehr viel schneller.
Eine Schnaufpause für Mazikin. Hat eigentlich genug gemacht in dieser Runde. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass Mazikin genug Schlagkraft hat, um Christian Hammer zu Boden zu bringen, aber wahrscheinlich ist es dafür noch ein bisschen zu früh. Auch diese zweite Runde hat Mazikin für mich klar gewonnen, deutlicher noch als die erste. Hier sehen wir die Zeitlupe, das war allerdings alles nichts, das war ein Wischer auf dem Rücken. Ein Zähler da für Hammer, einer für Mazikin. Naja, so richtig war das nicht. Weder von dem einen noch von dem anderen. Aber deutlich ist die physische Überlegenheit, die Masse von Mazikin im Vergleich zu Christian Hammer. Ich kann nur hoffen, Christian Hammer, dass er tatsächlich eine Strategie hat, die auf die zweite Hälfte des Kampfes abstellt. Ansonsten sehe ich schwarz für ihn. Wenn er schon sozusagen auf vollen Touren läuft, viermal harte Treffer zum Kopf von Hammer. Hat er gut weggesteckt, aber jetzt ist er schön durchgekommen und da kam ein wunderbarer Konter von Mazikin. Schöne knackige rechte Gerade. Das Publikum sieht da Dinge, die nicht so richtig passieren. Vielleicht viele Begeisterung ist da. Das verflügelt Christian Hammer vielleicht. Mazikin versteht auch ganz gut Deutsch, ist oft in Deutschland unterwegs, häufig bei uns geboxt. Schöner, knackiger Treffer da von Hammer. Daher die Demonstration von Mazikin. Von wegen keine Wirkung. Ja, das ist so eine Runde, die könnte man
Christian Hammer geben. Ich gebe sie Masikin, aber ich bin mir sicher, die Punktrichter sehen das anders. Da spricht dann wohl der Heimvorteil für Hammer. Für mich war es zu knapp, um ihm wirklich hier die Punkte zu überlassen. Oder ja, die Punkte. Aber es kann ja der Anfang einer positiven Entwicklung sein. Das war der knackige Treffer da von Christian Hammer. Ein wunderbarer langer Aufwärtshaken, hat aber richtig schön weggesteckt. Was nur darauf hindeutet, dass die Schlagkraft von Christian Hammer Masikin jedenfalls keinerlei Schwierigkeiten bereitet. Fall zu 1 nach Runde, also laut Punktrichtern denke ich mal, bei mir ist 3-0 nach Runden für Masikin. Mit zunehmender Dauer des Kampfes hofft man natürlich hier in der Ecke von Hammer, dass Masikin langsamer wird. Es ist auch leichter zu erwischen, leichter zu treffen. Und selber nicht mehr so aggressiv. Das sollte dann die Zeit sein, in der Hammer seine Punkte sammelt. Und die Zeit hat möglicherweise bereits begonnen. Klarer, schöne Treffer da von Hammer. Das wird knapper für Masikin. Ja, selbst ich könnte mich durchringen, diese Runde Christian Hammer zu geben. Das heißt, bei den offiziellen mag der Punktestand jetzt 2-2 nach Runden sein, bei mir ist es 3-1. Das war guter Arbeiter, jetzt nicht dieser Schlag, sondern generell von Christian Hammer in dieser vierten Runde. Hat schon in der dritten Runde begonnen, das konnte man da schon so ein bisschen ahnen. Ja, wenn er es weiterhin schafft, das Tempo
hochzuhalten, Christian Hammer, dann sollte es ganz gut für ihn aussehen. Muss natürlich mal vorsichtig bleiben, weil Masicki ihn den Punch hat, um ihn auszunocken. Masicki kommt nicht mehr mit seiner Führungshand so gut zum Zug, wie das noch zu Beginn des Kampfes war. Und kaum sage ich, setzte sie wieder gut ein. Durch von Hammer. Aber eine Rechte gewinnt keine Runde, wie wir aus der Ornithologie wissen. Dann waren keine Zähler, das war auf die Deckung. Ja, psychologisch scheint Hammer langsam die Oberhand zu gewinnen, aber diese Runde geht immer noch zugunsten von Alex Masikin. 3:2 offizielle Wertung. Bei mir 4:1 nach Runden. Aber sieht gut aus für Christian Hammer. War eine knappe Runde zugunsten von Masikin, aber er hat sie nach meinem Dafürhalten. Das war eine schöne Szene und das zeigt man natürlich immer wieder. Es war aber nur ein Treffer, nicht drei oder vier, wo wir es drei oder vier Mal gesehen haben. Masikin beginnt wieder aggressiv, versucht wieder die Initiative an sich zu reißen. Das macht sich ja ganz gut, wenn man gleich zu Beginn einer Runde ein paar positive Eindrücke vermitteln kann. Dann ist die erste halbe oder ganze Minute weg und man liegt schon vorn. Ja, die erste Minute hat Masikin. Ich schuhe.
Gute Treffer da. Zwei, drei schöne Dinger von Masikin durch. Naja, der hechelt doch ganz schön schon. Frisch ist er nicht mehr, Masikin. Schöne klare Rechte von Hammer. Ah ja, das Publikum ist natürlich gegen Masikin, aber es ist so, dass er durchaus recht hat. Warum soll ich ihm hinterher rennen? Er hat drei klare, gute Treffer platzieren können, Christian Hammer. Gegen eine ganze Reihe, das war einer davon. Gegen eine ganze Reihe von guten Treffern von Masikin, aber da scheint das Ende des Kampfes schon da zu sein. Und Christian Hammer ist der Sieger. Masikin hat offensichtlich aufgegeben. Er hat nicht die Puste. Und das ist in Ordnung. Warum soll er sich hier noch eine Tracht Prügel abholen? Er hat gemerkt, es geht nicht mehr. Er hat den letzten Runde mal alles gegeben, was er hatte. Es war nicht gut genug. Ist natürlich auch keine Art und Weise mit einer, ja, ich sag's mal so, ungenügenden Konditionen anzutreten. Ich dachte, entweder haue ich den um oder ich steige aus. Keine gute Arbeitshaltung. Da hat sich die Jugend durchgesetzt. Die 13 Jahre zählen offensichtlich. Aber ich glaube, dass es nicht nur die 13 Jahre sind. Es ist mit Sicherheit auch der Lebensstil. Und da das Zeichen der Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, wie weit das Christian mal wirklich genutzt hat, dieser Kampf. Das ist mit Sicherheit ein gutes Ergebnis für ihn. Und das ist mit Sicherheit auch sehr positiv, in seiner Heimatstadt gewonnen zu haben, keine Frage. Auch der Veranstalter dürfte mit diesem Ergebnis sehr zufrieden sein. Nicht nur, weil es sein Mann ist, sondern auch deshalb, weil er das Gefühl hat, dass er da auch wieder mal hinkommen könnte. Tja, so geht das. Das ist mit Sicherheit einer der besseren, der wertvolleren Scalps im Repertoire von Christian Hammer nach Danny Williams. Jetzt auch Oleksiy Masikin. Nicht schlecht, Herr Specht. Das offizielle Urteil. In the blue corner we have Oleksiy Masikin from Ukraine. In the red corner we have Christian Hammer-Chokan from Romania. Tja, das wissen wir ja, das hat vorhin schon gesagt. Und Sportiva,
și domnilor. Ja, soweit, so gut. Ich glaube, es ist eigentlich klar. TKO-Sieger Christian Hammer und damit auch weiterhin WBO-Europameister, den Titel, den er von Danny Williams bekommen hat, hier erfolgreich verteidigen können. Das bekommen wir eigentlich nicht von ihm, er hat den Kampf gegen ihn gewonnen, er war ja vakant. Ja, ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß an dieser Veranstaltung. Das war ja eine wirklich schöne, eine sehr gute Stimmung in Galati. Das war auch eine gute Qualität, was da geboten wurde. Ich glaube, das wäre gar nicht schlecht, wenn wir da wieder mal dabei sein könnten, wenn Christian Hammer wieder boxt in der Heimat. Und bis dahin, glaube ich, machen wir noch ein paar andere Kämpfe irgendwo anders. Zum Beispiel morgen gehen wir mal nach England. Und ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Ich hoffe, Sie haben noch einen schönen Abend von mir, Werner Castor. Alles Gute und auf Wiederhören. Gentlemen.